Willkommen zurück. Von nun an bis in den Nachmittag hinein werden wir moderierte Gespräche haben. Wir werden sie nach und nach vorstellen. Das erste Gespräch wird Sabine Eckhardt moderiert, die ich Ihnen vorstelle. Und sie wird die Podiumsteilnehmer vorstellen. Sie ist Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt internationale Beziehungen und globale Entwicklungsfragen. Sie arbeitet seit 1988 bei Medico International und seit 2004 ist sie für den Bereich Flucht und Migration zuständig, mit West- und Nordafrika als Schwerpunkt. Und Sie merken es, eine bessere Moderatorin konnte man nicht finden für diesen ersten Themenblock, der sich mit der Einbindung west- und nordafrikanischer Staaten in die europäische Migrationspolitik Rabat-Prozess auseinandersetzt. Sabine, du hast das vor. Vielen Dank, Boniface, und vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, wir werden dem hier gerecht. Ja, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen und freue mich sehr auf diesen Austausch. Ich muss leider nochmal, die Julia Dochow hat es vorhin schon gesagt, ankündigen, dass der Hassan Boukar aus dem Niger von Alternative Espace Citoyen leider nicht dabei sein kann. Der Grund sind Streiks am Flughafen von Niamey. Er hat noch versucht, heute Mittag dazu zu kommen, aber der Streik hat sich verlängert und insofern ist er leider nicht da. Aber ich habe keine Sorge, dass wir Niger als ein ganz wichtiges Land in Westafrika, auf das sich der Fokus der EU und auch Deutschlands und Frankreichs sehr stark gerichtet hat im Zusammenhang mit Grenzmanagement und Migrationsmanagement, dass wir das hier abdecken können, weil wir haben ein Podium von Experten, die sich schon sehr lange mit der Region befassen, da sehr profunde Kenntnisse haben und die Entwicklungen auch verfolgen. Amadou Bow muss ich nicht mehr vorstellen, der ist vorhin bereits vorgestellt worden. Und dann möchte ich gerne den Stefan Dünnwald vorstellen. Er wurde auch schon mehrfach zitiert. Stefan Dünnwald ist Migrationsforscher, hat viel zu Mali und in Mali gearbeitet und hat, wie auch schon gesagt, vor einigen Jahren in Kooperation von Brot für die Welt, Pro Asyl und Medico die Studie zur Externalisierung von Migrations- und Flüchtlingspolitik mit betreut, hat ganz konkret die Studie in Mauretanien durchgeführt und ist sehr gut in der Lage, da auch Parallelen zu den Entwicklungen in Mali, zu den Kapverden, wo er auch zugeforscht hat, zu ziehen. Darüber hinaus ist Stefan beim Bayerischen Flüchtlingsrat engagiert und Mitarbeiter von Border Monitoring EU. Zu meiner Rechten Hannes Stegemann. Hannes Stegemann ist Länderreferent für Westafrika und den Maghreb bei Caritas International. Er hat viele Jahre in Westafrika gearbeitet und gelebt im Zusammenhang mit Entwicklungszusammenarbeit, humanitärer Hilfe und Fischerei. Und 2007 hat er eine Befragung durchgeführt, in der 3200 Migranten in Westafrika befragt wurden zu ihren Motiven und zu ihren Erfahrungen. Dazu kann er uns sicherlich noch mehr sagen. Und er ist auch familiär sehr stark in migrantische Zusammenhänge eingebunden und von daher auch sehr viele Innenansichten. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich würde dann gerne direkt an den Vortrag von Amadou Mbow anschließen. Wir haben insgesamt anderthalb Stunden, wir liegen gut in der Zeit. Wir haben uns vorgenommen, am Ende eine halbe Stunde für Diskussionen mit Ihnen vorzusehen und möchten jetzt erstmal direkt anschließend an den Input von Amadou Mbow auch kurze Inputs von Stefan Dünnwald und Hannes Stegemann hören.
Der Amadou hat ja schon sehr deutlich gemacht, dass wir es hier jetzt nicht mit einer neuen Entwicklung zu tun haben. Externalisierung, Regionalisierung sind schon länger Strategien europäischer Migrations- und Flüchtlingspolitik. Der Prozess, der sogenannte Rabat-Prozess, hat vor 10 Jahren begonnen. Amadou hat darauf hingewiesen, dass es schon Vorläufer gab. Und er hat nicht an Aktualität verloren. Im November 2015 wurde der Khartoum-Prozess in Gang gesetzt, der ganz ähnlich ausgerichtet ist wie der Rabat-Prozess. Und was wir derzeit in Europa erleben, ist nichts anderes als das, was wir aus Afrika schon lange kennen und was auch im Nahen Osten oder jetzt in der Türkei auf der Tagesordnung steht. Was uns jetzt hier vor allem interessiert bei diesem Podium ist, welche Wirkungen hat diese Politik auf die jeweiligen Länder, auf die Herkunftsländer, auf die Transitländer, auf die gesellschaftlichen Beziehungen, auf die regionalen Beziehungen und auch insbesondere auf die Migranten und die Flüchtlinge, aber auch auf uns, weil wir bestimmte Werte vertreten, die wir auch gleichzeitig über Bord werfen in diesen Prozessen. Stefan, du hast, wie gesagt, die Situation und die Entwicklungen in Mali in den letzten Jahren sehr eng verfolgt. Welche Parallelen kannst du ziehen zu dem, was uns Amadou berichtet hat aus Mauretanien? Oder welche Unterschiede siehst du auch? Weil wir haben ja gehört, in Mauretanien war die Politik relativ erfolgreich. Also man hat es geschafft, Mauretanien dicht zu machen. Ja, vielen Dank für die Einladung zunächst. Wir gehen häufig davon aus, dass europäische Migrationspolitik oder europäische Politik im Verhältnis zu Afrika generell mit einer so großen Dominanz stattfindet, dass die afrikanischen, wie es dann so schön heißt, Partnerstaaten dem gar nicht viel entgegensetzen können. Mauretanien ist tatsächlich so ein Beispiel, wo vor allen Dingen Spanien, unterstützt durch vor allen Dingen Gelder der Europäischen Union, auch sehr erfolgreich ein Migrationsregime etabliert hat, wie Amadou schon gesagt hat, mit teils verheerenden Folgen auch für die gesellschaftliche Stabilität, den gesellschaftlichen Zusammenhalt innerhalb des Landes. Mali ist da vielleicht ein Beispiel, wo wir sagen können, da ist mehr Hoffnung drin, da ist mehr Widersprüchlichkeit auch dann. In Mali kann man nicht sagen, trotz des CIGEM, dieses Zentrums für Information und Steuerung von Migration, was dort 2008 eröffnet wurde, in Mali kann man nicht sagen, dass die europäische Strategie wirklich sehr erfolgreich gewesen ist. Die Grenzen sind nach wie vor mehr oder weniger offen. Das Material, was von Spanien vor allen Dingen nach Mali geliefert worden ist, das ist irgendwo versandet. Diese Allradfahrzeuge werden von höheren Polizisten und Regierungsvertretern benutzt und dienen wenig der Grenzkontrolle. Da hat sich also nicht viel geändert. Man kann jetzt fragen, was sind die Ursachen für die ganz unterschiedlichen Effekte der europäischen Externalisierung in Mali und in Mauretanien? Es gibt eine ganze Reihe und eine ganze Reihe sind eher so, würde ich sagen, so Vermutungen, die darauf hindeuten, dass es in manchen Ländern, afrikanischen Ländern, sehr viel komplexer zugeht als zum Beispiel in Mauretanien, wo eine kaum verhohlene, militärdominierte Regierung verhältnismäßig gut einkaufbar war. Ein wesentlicher Effekt in Mauretanien ist, hat Amadou auch schon darauf hingewiesen, die Maßnahmen, die von Europa angestoßen durch die mauretanischen Sicherheitskräfte durchgeführt worden sind, richteten sich nicht hauptsächlich gegen die eigene Bevölkerung, sondern gegen die Einwanderer aus den Nachbarstaaten. Das heißt, sowas ist immer einfacher durchzusetzen als Maßnahmen, die auch einen guten Teil der eigenen Bevölkerung einschließen. Und es handelt sich wahrscheinlich auch um einen relativ überschaubaren Kreis an Akteuren,
gehandelt in Mauretanien, die gewonnen werden mussten für eine solche Politik. Ein Beispiel, was ich da vor Augen habe, ist direkt neben diesem Guantanamito in Najibu, der Schule, die, als wir 2012 da waren, geschlossen war, diesem Transitzentrum, Abschiebezentrum in Mauretanien, direkt daneben und gut von der Polizei bewacht, die kamen dann gleich zu uns, hat der Chef der Gendarmerie von Najibu sich einen kleinen Palast gebaut. Da kann man nur spekulieren, wo er denn jetzt nach Abschluss dieser ganzen spanisch-mauretanischen Zusammenarbeit das Geld her hat. Ich finde das auf jeden Fall ein starkes Symbol für die Art und Weise, wie Migrationskontrolle in Mauretanien durchgesetzt worden ist. In Mali ist es sehr viel komplexer. Mali hat verschiedenste Traditionen der Migration. 90-95% dieser Migration findet auch in der Sous-Region, also in Westafrika, statt. Malische Migrantinnen und Migranten gibt es in allen afrikanischen Städten. In der Elfenbeinküste sind sehr viele malische Migrantinnen und Migranten beschäftigt, in der Plantagenwirtschaft oder auch in den Hafenstädten. Relativ wenige haben die Tradition, nach Europa zu gehen. Das hat sich ein bisschen ausgeweitet seit Anfang der 2000er Jahre. Aber trotzdem, ganz generell können wir sagen, Migration nach Europa aus Afrika ist zahlenmäßig, kann man es vernachlässigen. Der große Popanz ist tatsächlich die an die Wand gemalte Drohung. Jetzt sitzt halb Afrika auf gepackten Koffern. Und daraus speisen sich natürlich auch die Interessen Europas, diese Migration nachhaltig zu unterbinden. In Mali ist als einer der Punkte, wo ich sagen würde, dass er essentiell ist für das Scheitern spanischer, französischer Bemühungen, Mali einzubinden in eine Migrationskontrolle, das, was Alassane Dicko, unser Freund der Association Malienne des Expulsés, der abgeschobenen Organisation, einmal die Calebasse Bambara genannt hat. Er ist selber in der Elfenbeinküste aufgewachsen, steht dem Ganzen also ein bisschen mit einem kleinen Abstand gegenüber. Aber Calebasse Bambara heißt die enge soziale Verwobenheit von Politik innerhalb eines multiethischen Staates, der das Verhältnis, die sozialen Beziehungen zwischen diesen Ethnien sehr eng, sehr strukturiert, sehr an Regeln gebunden organisiert. Das heißt, hier ist keine Militärklique, die man kaufen kann. Hier sind die Politiker eingebunden in soziale Netzwerke, die sich nicht nur innerhalb Malis, sondern auch innerhalb der relativ einflussreichen Exil-Communities in Frankreich oder auch in Spanien, in Barcelona inzwischen erstrecken. Das heißt, hier muss die Politik sehr viel mehr aufpassen, was passiert hier, wo kriege ich Druck, wo kann ich mich durchsetzen. Es ist eine Art sehr diplomatisierter Politik notwendig. Und das ist natürlich auf jeden Fall eine Bremse zumindest so offensiven europäischen Hegemonialinteressen gegenüber. Da müssen sehr viel mehr Interessen müssen harmonisiert werden, unter einen Hut gebracht werden. Das ist, denke ich mal, ein Faktor, weshalb das in Mali mit einer Durchsetzung einer rigiden Migrationskontrolle, Abschiebezentren wie in Mauretanien, bislang nicht geklappt hat, und ich sehe da auch nicht richtig große Fortschritte, obwohl das CIGEM, nachdem es jetzt mal versandet war, wieder eröffnet wurde. Entschuldigung, Stefan, es ist vorhin schon gefallen, CIGEM ist vielleicht nicht jedem hier ein Begriff, vielleicht kannst du kurz erklären. Ja, das CIGEM ist ein Zentrum für Information und Steuerung der Migration, 2008 vom damaligen Entwicklungskommissar Louis Michel eröffnet, gemeinsam mit Frankreich, Spanien und und der malischen Regierung. Offiziell ist es unter malischer Verwaltung, hat aber natürlich einen sehr starken europäischen Einfluss. Die wesentlichen Mitarbeiter, Berater und so weiter sind auch aus Europa bzw. Kanada. Dort wurde versucht, Migranten zu beraten, Migranten davon abzuhalten, den irregulären Weg durch die Wüste übers Mittelmeer zu nehmen. Offiziell wollte man Alternativen bieten, legale Einwanderungsmöglichkeiten. Da die aber nicht da sind, konnte das CIGEM eigentlich nur quasi eine Migrationsverhinderungsberatung durchführen.
Da können wir hier mal kurz einhaken, ja. Stefan. Die Zentren, das ist ja so, scheint ja so die Wunderwaffe der deutschen und europäischen Entwicklungspolitik im Zusammenhang mit Migration und Entwicklung zu sein. Wir haben eben schon gehört, Mauretanien war das erste Labor, wo man so ein Zentrum, was ja eher ein Abschiebezentrum war, wo man sich gar nicht groß die Mühe gegeben hat, das anders zu darzustellen und zu gestalten. Jetzt in Mali hat man dann 2 Jahre später das CIGEM mit großem Popanz eröffnet, mit großen Ankündigungen. Da wäre nochmal interessant zu sehen, was ist daraus eigentlich geworden und was hat das mit der malischen Gesellschaft gemacht, so große Erwartungen zu wecken. Und jetzt ist das Instrument, jetzt nennt man es Multipurpose Center, wenn wir über Niger reden, nochmal ein etwas ausgeweiteteres. Man möchte gleichzeitig Vorselektion machen für mögliche Flüchtlinge und man möchte letztendlich ja den Menschen die Weiterreise verwehren. Kannst du da kurz mal eine Zusammenschau machen, wie du dieses Instrument bewertest und wo die Reise hingehen könnte? Die Reise ist also sehr schwer zu beurteilen, glaube ich. Die Frage, wie kann man jetzt innerhalb Afrikas schon feststellen, welche Leute sind Flüchtlinge, welche Leute holt man möglicherweise als anerkannte Flüchtlinge nach Europa. Das war ja die Idee. Das ist das, was jetzt mit den sogenannten Hotspots in Italien, in Griechenland etabliert wird, was aber ganz klar dort eben auch nicht funktioniert. Die Leute, die quasi als anerkannte Flüchtlinge nach Westeuropa in andere Staaten umverteilt werden sollten. Wer nimmt die gerade auf? Da gibt es keine Bereitschaft. Wesentlich schlimmer sieht sowas, denke ich, in meinen Augen noch in Afrika aus, wenn im Niger, sagen wir mal, der UNHCR gemeinsam mit einer europäischen Einrichtung feststellt, der ist ein Flüchtling, der ist ein Flüchtling und die, denen bieten wir jetzt Schutz. Welcher europäische Staat ist bereit, damit zu machen, diese Leute aufzunehmen? Und deshalb sehe ich diese Entwicklung, die ja schon mehrfach diskutiert worden ist. Die dänische Ratspräsidentschaft hat das Ende der 90er aufgebracht. Otto Schily, Tony Blair haben diese afrikanischen Processing Centers immer wieder in die Debatte gebracht. Da sehe ich wenig Potenzial. Parallel dazu und aufbauend oder anschließend an das, was im Niger gerade passiert, sind sogenannte Zentren, gerade im Niger jetzt, die sind betrieben von der IOM, von der Internationalen Organisation für Migration. Und die sind, denke ich mal, eher im Anschluss zu sehen an Projekte, die IOM schon betrieben hat in Libyen und Nordafrika, wo gesagt wird, IOM hilft jetzt den gestrandeten Flüchtlingen, denen, die nicht mehr weiterkommen. Wir helfen ihnen, dass sie zurückkehren können in ihre Herkunftsländer. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, ne, die Politik der Europäischen Union wird nicht kritisiert, sondern man sagt eher, wir unterstützen die Leute dabei, wieder weiter weg von der Grenze zu kommen. Also im Rücktransport, in der Rückreise in die Herkunftsländer. Und das ist möglicherweise die Entwicklung, die jetzt auch Europa oder einige europäische Staaten sich verstärkt vorstellen können in Afrika, dass es Zentren gibt, in denen so eine Umkehrrichtung propagiert und möglicherweise eben auch gewaltsam durchgesetzt wird. Es wurde schon angesprochen, dass tatsächlich im Raum des ECOWAS, wo Bewegungsfreiheit garantiert ist eigentlich, Niger angefangen hat, bestimmte Staatsangehörige in ihre Herkunftsländer abzuschieben, also gewaltsam zurückzuführen. Eine Sache, die eben den Regeln des ECOWAS-Manifest widerspricht. Und in diese Richtung, denke ich mal, könnte eine weitere Entwicklung gehen. Vielen Dank, Stefan. Wo wir jetzt schon bei den Zentren sind, lohnt vielleicht auch ein Blick nach Marokko. Und da würde ich gerne den Hannes Stegemann in die Diskussion einbinden, der mehrfach Marokko besucht hat, erst jüngst wieder dort war. Marokko steht gerade diese Wochen auch im Fokus der deutschen Entwicklungs- und Innenpolitik. Letzte Woche war Entwicklungsminister Müller in Marokko. Diese Woche hat sich de Maizière angekündigt. Man muss nicht sehr viel Detailwissen haben, um sich vorzustellen,
vorstellen zu können, was da aktuell auf der Agenda steht. Herr Müller hat wahrscheinlich vorbereitet die Gespräche von Herrn de Maizière um die Rückübernahme von abzuschiebenden Marokkanern aus Deutschland zu beschleunigen und zu erleichtern. Und auch da spielt eine wichtige Rolle das Instrument der Vorprüfungszentren, das auch für Marokko ein wichtiges Thema ist, verbunden natürlich mit der Debatte, die wir aktuell haben, unter anderem Marokko als ein sicheres Herkunftsland zu erklären. Und da wäre die Frage an dich, Hannes, wie ist das zu bewerten vor deinem Hintergrund der Kenntnisse Marokkos? Ich glaube, zunächst einmal machen sich auch viele deutsche Politiker ein völlig falsches Bild von der Abhängigkeit Marokkos von deutscher Entwicklungshilfe. Das wird zum Glück nicht funktionieren. Marokko ist da nicht erpressbar, sondern Marokko stellt im Gegenzug Bedingungen. Also, wenn mit Geldern der Bundesregierung übers BMZ die GIZ in Zusammenarbeit mit dem marokkanischen Innenministerium ein Asylzentrum oder eine Blaupause, ein Gegenstück zum Bundesamt für Migration und Flucht aufbauen soll, dann muss das vor Ort verhandelt werden. Die teure GIZ-Mission ist seit über 6 Monaten im Land, ist gut bezahlt, aber kann nicht arbeiten, weil Marokko sagt, nee, so einfach geht das nun nicht. Ja? Also ihr Europäer müsst euch jetzt mal politisch korrekter verhalten und die uns schmerzende Westsahara-Frage klären. Ja? Und gut, und da ist jetzt erstmal eine Blockade, zeigt aber sehr deutlich, wenn ein deutscher Parteichef sagt, wenn die jetzt nicht gehorchen, dann streichen wir die in die Entwicklungshilfe. Das zeugt erstmal von Unkenntnis und von maßloser Überschätzung. Jetzt noch zur Frage der Rücknahme. Es gibt ein Rücknahmeabkommen mit Marokko. Und überraschenderweise sind sich andere europäische Länder wie Italien, Spanien, Frankreich darüber einig, dass das glänzend funktioniert. Nur in Deutschland funktioniert es angeblich nicht. Müsste man ja mal nachfragen, warum. Ja, Marokko nimmt natürlich nur ausgewiesene marokkanische Staatsbürger zurück und nicht irgendjemand, den Deutschland nach Marokko zurückschicken will. Da kneift es. Ja, aber da sollten halt dann deutsche Politiker sich auch erstmal schlauer machen, Rechtsberatung einholen, bevor sie so einen Unsinn verbreiten. Danke. Danke, Hannes. Ja, ich würde jetzt an der Stelle gerne Abadou Mbo einbinden, der die Situation in Marokko auch schon seit sehr langem verfolgt und auch aktuell sehr viel im Austausch ist. Merci. Ich würde d'abord revenir sur le Mali et comprendre le processus, comment il se fait en amont. C'est-à-dire que d'abord, le Mali est un pays continental qui n'a aucun accès à la mer. Et c'est important de le comprendre pour voir qu'au Mali, on ne peut pas avoir un centre de rétention. Parce que c'est très loin des eaux européennes. Cela n'empêche que le Mali a mis en place des postes frontaliers avec la Mauritanie, sous l'injonction de l'Union européenne. Et que le CIGEM a joué aussi un rôle de dissuasion, comme cela a été fait au Sénégal. Avec même des grands chanteurs qu'on a vus, pour ne pas citer quelqu'un, des grands chanteurs qui ont été très bien payés par l'OIM et l'Union européenne, qui ont eu à faire des chants contre la migration pour dissuader les jeunes Sénégalais d'Ali. C'est Youssou N'Dour, son clip est connu. Et le jeu, la politique de l'Union européenne, c'est sur plusieurs aspects. Pas seulement sur les aspects accords entre pays, mais également la dissuasion au niveau même de la société civile. Et dans cette, que ce soit au Mali ou en Mauritanie, au Sénégal, on a vu des acteurs de la société civile qui ont largement collaboré avec les programmes de l'Union européenne et de l'OIM pour décourager la migration. Et c'est fondamental pour comprendre le phénomène. Après,
l'intégration de ces populations. Il faut savoir qu'avant la colonisation, la décolonisation surtout, c'était pratiquement les mêmes peuples. C'était des peuples très apparentés, que ce soit entre le Mali, le Burkina, le Niger, entre la Mauritanie, le Sénégal, entre le Sénégal, la Guinée. C'est juste des frontières qui sont venues couper, entrecouper même des populations. Nous, on a eu deux frères ministres, un en Mauritanie, l'autre au Sénégal. Et ils ont même père et mère. Et ça, c'est fréquent dans cette partie du monde de voir ça. Que ce soit en Guinée, entre Guinée et Sénégal et Mali, c'est très fréquent de voir. C'est pourquoi il y a eu cette question d'ivoirité et qui a malheureusement connu la Côte d'Ivoire et qui a occasionné une guerre de plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'entre les Burkinabés et les Ivoiriens, il y a une très forte parenté. Et c'est important. Et ces populations n'ont jamais connu ces frontières artificielles. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que c'est imposé, c'est là, on vous dit de ne pas franchir, vous ne franchissez pas. Et c'est important de le savoir. Par rapport au Maroc, le Maroc négocie chèrement les accords qu'il signe avec l'Union européenne. D'abord, le Maroc n'est plus membre de l'Union africaine. Depuis que l'Union africaine a décidé de reconnaître le Sahara occidental comme étant un État, le Maroc s'est retiré de l'Union européenne, africaine autant pour moi. Et le Maroc négocie un statut particulier privilégié avec l'Union européenne. Et il trouve une très belle opportunité pour garder les migrants chez lui. Il faut aussi qu'on avance par rapport à mon statut en tant qu'État marocain, voisin immédiat de l'Union européenne. Et ça, aux yeux des autorités marocaines, c'est une négociation qu'ils mettent en place et qu'ils poussent en plus du fait que le Maroc négocie aussi très, très durement à ce que les États européens ne reconnaissent pas la République démocratique du Sahara occidental comme étant un État indépendant. Donc, plusieurs aspects dans les négociations entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Après, le Maroc a joué sa partition très bien d'ailleurs. Parce qu'avant de venir en Mauritanie, il fallait sécuriser les frontières entre l'Espagne et le Maroc. Et c'est fait. C'est fait entre Ceuta et Melilla, c'est un grillage qui a été, c'est un mur qui a été érigé. Et on a vu les autorités marocaines déporter des migrants subsahariens entre l'Algérie et le Maroc, ou le Maroc et la Mauritanie, de façon systématique. Et pourtant, la frontière Maroc-Algérie est fermée officiellement. Elle est fermée officiellement. Depuis trop longtemps, cette frontière est fermée. Mais cela n'empêche pas les autorités marocaines d'envoyer les migrants subsahariens et qui sont souvent, qui meurent de soif ou qui sont kidnappés par des bandits de grand chemin dans ce truc-là. Mais ce qui nous semble important, de l'autre côté, c'est qu'il y a une offensive marocaine vers à l'intérieur de l'Afrique en termes de flux financiers comme étant opérateur économique important à la place de Kadhafi qui est mort. Et on a vu l'année passée, il y a eu deux Sénégalais qui ont été tués par des populations marocaines, Charles Ndour et un autre Faye. Mais ça a été réglé de façon très diplomatique. Il n'y a jamais eu de poursuite par rapport aux auteurs de ces tueries. Aujourd'hui, le Maroc est hermétique. On ne peut pas, à partir du Maroc, aller en Espagne. On essaye de faire des assauts de temps à autre à partir de Ceuta et Melilla. Mais ça ne marche pas. Parce qu'il y a les forces marocaines de ce côté, les forces espagnoles de l'autre côté. Même si vous passez, de toute façon, il y a les forces espagnoles qui sont là. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles ne vous arrêtent pas, elles vous retournent systématiquement. On vous renvoie au Maroc. Et le Maroc est connu comme étant un pays qui viole les droits humains. Même si, pour l'Union européenne, il faut quand même maintenir le Maroc comme étant un pays sûr, respectueux des droits humains. Mais c'est connu de tous. Les subsahariens, surtout les Sénégalais, vivent des moments difficiles actuellement au Maroc.
Et dans le jeu qu'ils sont en train de faire par rapport à Agadez, ce qu'ils vont mettre en place, d'abord, il faut vous dire que le centre d'Agadez est dans une zone militaire sécurisée. C'est à l'intérieur du Niger, c'est à 800 km de Niamey, où la route n'est même pas bitumée. Où s'il faut y aller, il faut être escorté par des militaires. Et ce centre va être géré par l'OIM et le HCR, avec l'État du Niger. Il a été rénové avec l'argent de l'Union européenne. Il y a même une extension. Mais ce que nous craignons, et ce que nous disons, c'est d'abord l'externalisation de l'asile qui est en jeu, pas seulement de la politique de l'Union européenne, mais de l'asile. Maintenant, l'asile ne se fait pas à l'intérieur des frontières européennes, mais c'est en dehors des frontières européennes. C'est à partir de l'Afrique qu'on choisit qui va être réfugié, qui ne va pas être réfugié. Plusieurs problèmes se posent en réalité, en termes de souveraineté, en termes de cohérence politique, CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup de choses, beaucoup de craintes se posent par rapport à ce centre d'Agadez, qui est chanté comme étant un centre polyvalent et qui offre plusieurs services. Mais on risque d'avoir un Guantanamo bis. Même si à Ouagadougou, quand même, l'accès était facile. C'est à l'intérieur de la ville. On pouvait aller. Bon, avec des fois, il faut demander l'autorisation du gouverneur, des autorités. Des fois, on vous refuse l'accès. Mais quand même, c'est à côté. Alors que le centre d'Agadez, c'est carrément à l'extérieur de Niamey. C'est à 800 km. Et ça va être compliqué de gérer un tel centre. Je vous remercie. J'aimerais bien. Tu as répondu à une question, Amadou, que j'allais poser. Est-ce que le Maroc va remplacer la Libye maintenant en tant que partenaire privilégié de l'Europe par rapport à la gestion des migrations et de l'asile ? Donc, moi, la question que j'aimerais bien poser aussi avant de donner la parole à Hannes. Est-ce que l'Europe n'a rien appris de ce qu'on a fait avec la Libye? Quelles sont les leçons de la coopération avec la Libye qu'on a tirées maintenant pour l'extension de la coopération avec des États, soit le Maroc, soit le Niger? Quels sont les risques que nous connaissons qui vont encore être répétés dans le cadre du processus de Khartoum, dont on parlera cet après-midi, dans la collaboration avec des régimes doutables? Ich möchte gerne auf dem Umweg antworten. Zunächst einmal noch mal unterstreichen, was Amadou gesagt hat. Migration, Abenteuermigration, Arbeitsmigration hat einen hohen kulturellen Stellenwert in Afrika, in Westafrika. Ja, es gibt Gesellschaften wie die Soninke um Kai herum. Es ist im Grunde genommen eine soziale Verpflichtung, auf Reisen zu gehen, wie es bei uns früher ja auch die Wandergesellen gab. Diese Mobilitätsrechte, das sind ja auch Freiheitsrechte, die für uns in Europa so selbstverständlich sind. Wir regen uns ja schon auf, wenn wir irgendwo in Urlaub hinfahren und wir müssen Visum beantragen. Ja, machen uns darüber gar keine Gedanken. Ja, davon nehme ich mich nicht aus. Als der Senegal 2 Jahre lang Visumspflicht eingeführt hat für Europäer, bin ich anstatt 3-4 Mal im Jahr nur noch einmal hingefahren, weil mir 3 Stunden am Flughafen nachts in Dakar einfach zu mühsam waren. Senegal hat die Visumspflicht wieder abgeschafft, weil der Tourismus völlig eingebrochen ist. Also insofern sieht man dann natürlich auch die ökonomischen Abhängigkeiten, was so ein Land machen kann, um sich zur Wehr zu setzen. Die Leute merken halt, wie ihnen zunehmend mehr die Freiheit, sich zu bewegen, genommen wird. Und sie sind zunehmend frustrierter. Und wie sich der Frust irgendwann entladen wird, ich weiß es nicht. Aber im letzten Jahr wurde an der deutschen Botschaft in Dakar meinem Schwager das Visum verweigert, um zur Taufe unserer letzten Kinder nach Deutschland zu kommen. Er ist Student an der Uni in Dakar, ist Staatsbürger von Guinea-Bissau. Und eine Sachbearbeiterin an der Botschaft hat gesagt, ich habe Zweifel an deiner Rückkehrwilligkeit. Sie hat einfach gesagt, ich habe Zweifel. Ja? Und dann wusch, wird so ein Visum verweigert.
Meine Frau, seine Schwester, eben auch Ex-Staatsbürgerin von Guinea-Bissau, ist seit 2009 deutsche Staatsbürgerin. Ein derartiger Akt einer deutschen Behörde lässt natürlich bei ihr jetzt keine deutsch-republikanischen Begeisterungsstürme ausbrechen. Ja, über all solche Dinge muss man sich ja mal im Klaren sein, was man mit solchen Methoden anrichtet. Je demokratischer ein afrikanischer Staat ist, desto vorsichtiger ist er mit Einkaufsversuchen und Erpressungsversuchen durch europäische Migrationspolitik. Also schon beim Afrika-Europa-Treffen 2014 in Brüssel hat der senegalesische Staatspräsident angemahnt, das geht so nicht weiter. Ja? Ein Großteil meiner Bevölkerung will migrieren. Arbeitsmigration ist ein ökonomisch-politisches Ventil für uns. Wenn man weiß, dass die Überweisung von Migranten global gesehen, das kann man dann aufsplitten pro Region, wo es mal stärker, mal weniger ist, aber trotz alledem, wenn man weiß, dass diese Arbeitsmigranten das Dreifache an offizieller Entwicklungshilfe in ihre Heimatländer, an ihre Familien zurücküberweisen, dann weiß man auch, welche Rolle Migration in diesen Ländern spielt, in den Herkunftsländern. Also ein senegalesischer Präsident, der sich simpel einkaufen lässt von europäischer Migrationspolitik, der wird nicht wiedergewählt. Ja? Und da entsteht natürlich jetzt in diesen Prozessen in Afrika zunehmend Widerstand. Deshalb behaupte ich mal, je demokratischer das Land ist, desto größer der Widerstand. Man ist dort auch durch die Phase von Korruption und simpler Kooperation, gerade in der Bourgeoisie durchgegangen. Die Bourgeoisie steht jetzt auch dort mit dem Rücken an der Wand. Ein Youssou N'Dour hat dafür bezahlt. Ja? Also er ist jetzt nicht mehr der große Held der Senegalesen. Ja, ein Youssou N'Dour, der die Hälfte des Jahres in Frankreich verbringt, eine schöne Diskothek in Dakar hat und früher der Held war, weil er ja die nationalen Künstler gefördert hat. Seitdem er mit EU-Finanzierung mit seiner Gitarre in der Piroge saß und wie so einen portugiesischen Fado gesungen hat, Leute, ihr müsst zu Hause bleiben, seitdem ist der Lack ab. Das muss man mal so sehen. Und es gibt andere Mitglieder der Bourgeoisie im Senegal, die sich auch haben einkaufen lassen von europäischen Projekten, um dann Pamphlete zu schreiben, Kampf gegen clandestine oder illegale Migration. Ja? Auch die stehen mit dem Rücken an der Wand, weil es langsam durchgesickert ist, dass es gibt keine clandestine oder illegale Migration. Ja, es gibt Migration und es gibt das Menschenrecht auf Immigration, auf Auswanderung. Wenn also jemand die Immigration verhindern will, dann soll er gefälligst auch den Mut haben, das offen innerhalb seines Rechtssystems durchzusetzen, was Europa zeitweilig gemacht hat. Und dann war ihnen das Ganze zu heikel. Man will die Reputation schützen. Und dann ist es natürlich viel schöner, wenn man im Grunde genommen Republikflucht, wir in Deutschland kennen das Wort ja noch, dann im Senegal, in Mauretanien und dergleichen wieder einführt. Nur das funktioniert nicht. Auch Agadez, aber da würde ich dir widersprechen, es wird nicht funktionieren. Das Zentrum ist leer. Ja? Weil natürlich die Migranten, die durch Agadez reisen, die sind ja nicht blöde. Ja? Die wissen genau, das nennt sich dann Welcome Center oder irgendwie so ein linguistischer Schrottbegriff, an den eh keiner glaubt. Ja? Die sollen da hingehen, sollen um Asyl bitten, wohlwissend, dass vermutlich 98% abgelehnt werden, weil sie tatsächlich auf Abenteuer aus sind, auf Jobsuche. Und die bekommen dann kein Asyl, sondern sollen auf der Basis, und so soll das auch in Marokko funktionieren mit dem BAMF, da gibt es dann eine legalistische Struktur, um zu sagen, ja, die dürfen nicht kommen, die müssen wieder nach Hause. Aber in Agadez machen alle einen riesen Bogen drumherum. Also wer in Agadez das Zentrum besucht, das sind zum Beispiel die Leute, die aus Algerien ausgewiesen werden und dann die Adresse haben, entweder von der Caritas, von den katholischen Priestern im Raum Agadez oder von dem OIM, die dann als Ausgewiesene aus Algerien in das Zentrum gehen und sagen, ich bin ausgewiesen, ich brauche ein Busticket, um nach Abidjan zu fahren. Das sind die Klienten, aber nicht die, die auf dem Weg nach Norden sind.
Ja, vielen Dank, Hannes. Genau das könnte jetzt Hassan Bukar bestätigen, wenn er denn da wäre. Der war im Dezember zuletzt in Agadez und hat das Zentrum besucht und hat dort 600 Abgeschobene, aus Algerien Abgeschobene, vorgefunden. Und da stellt sich schon die Frage, was ist die Rolle von so einem Zentrum, was ist die Rolle von der IOM in diesen Zusammenhängen? Du hast das Thema der Kooption von senegalesischen Organisationen oder Vertretern der Gesellschaft, die eine gewisse Vorbildfunktion haben, angesprochen. Das ist ja kein senegalesisches Spezifikum, es ist im Senegal besonders ausgeprägt, da sind wir uns einig. Aber wir haben es auch in Mali erlebt, mit der Einrichtung des CIGEM gab es innerhalb kürzester Zeit plötzlich 300 NGOs, die sich nur mit Migration und Entwicklung befasst haben. Von denen existiert nur noch eine von diesen und die anderen gab es schon vorher. Insofern, die andere gab es schon vorher. Insofern, da werden natürlich auch Trends gesetzt, aber es ist auch kein Spezifikum der afrikanischen Zivilgesellschaften oder Gesellschaften, sondern es gibt natürlich auch hier Organisationen, jetzt auch nicht nur, wenn wir auf die IOM gucken, sondern auf die internationalen NGOs. Amadou hat die Rolle des Spanischen Roten Kreuzes in Kooperation mit dem Mauretanischen Roten Kreuz in Mauretanien beschrieben, die sowas wie eine Infrastruktur der Abschiebung geschaffen haben. Wir kennen Ähnliches aus Mali. Ich denke, du hast das auch beobachtet. Stefan, magst du noch mal was dazu sagen, welche Wirkung diese Politik der Externalisierung auf die jeweiligen gesellschaftlichen, innergesellschaftlichen Verhältnisse hat, auf die Zivilgesellschaft, auf das, was man auch gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Migration und Mobilität versteht? Und wenn dann Amadou vielleicht noch mal ergänzen möchte zu dieser Frage, also ich möchte jetzt gerne zu der Frage kommen, die Boniface vorhin gestellt hat, eine Frage eben, was kann der Beitrag von zivilgesellschaftlichen Organisationen sein oder der Gesellschaft als solche, auch der Medien, der Abgeordneten, um Transparenz herzustellen, wo wir ja gesagt haben, die fehlt absolut in diesen Zusammenhängen, die Mandate sind unklar und so weiter. Und welche Rolle sollten Organisationen in den Gesellschaften spielen und was kann unser Beitrag als Organisation des Nordens, die in Partnerschaften stehen mit Organisationen in West- und Nordafrika, was kann unser Beitrag sein? Ich glaube, die letzte Frage ist am allereinfachsten zu beantworten. Und das wurde schon vor 15 Jahren oder sowas wurde das schon angemerkt, dass europäische Menschenrechtsorganisationen im Bereich Flucht und Migration sich wesentlich stärker internationalisieren müssen, weil vieles von dem, was Migrationspolitik, Migrationskontrolle betrifft, eben nicht mehr innerhalb der europäischen Grenzen stattfindet, sondern an den Außengrenzen im Mittelmeer beziehungsweise in den Vorfeldern des Nahen Ostens oder Nordafrikas. Entsprechend kommen noch viele Bilder. Wenn wir Migration bebildern, dann sind diese kleinen Trucks mit 50 Leuten auf der Plattform, das sind Bilder neben den überfüllten Booten, die wir benutzen, ohne dass wir tatsächlich dort, wo diese Bilder entstehen, uns wirklich substanziell engagieren. Da denke ich, da muss noch sehr viel mehr Engagement seitens europäischer Nichtregierungsorganisationen stattfinden. Es gibt punktuell gibt es hervorragende Projekte. Auch diese Veranstaltung ist ja ein Teil eines solchen Vorhabens. Aber das ist, glaube ich, generell noch zu wenig, um die Organisationen, die dort vor Ort wie AM der Asch oder die AMÖ in Mali oder ESPAS, wie heißt das jetzt, Alternative ESPAS Citoyen in Niger, um diese Organisationen auszustatten, um sie instand zu setzen, ein Monitoring möglicherweise gemeinsam mit den Organisationen des Nordens herzustellen. Das ist, glaube ich, ein Projekt, was noch weiter entwickelt gehört. Weil es zugleich natürlich diese Prozesse gibt, und ich habe heute Morgen mit Oktay
kurz gesprochen, der sagt, in der Türkei gibt es einen Boost, eine Asyl-Migrationsindustrie, die dort entsteht, unterschiedliche Finanzgeber, unterschiedlicher Couleur mit ganz divergenten Interessen investieren dort in die Schaffung von Organisationen, die auf die eine oder andere Art und Weise mit dem Thema Migration beschäftigt sind. Und das passiert natürlich auch in Afrika. Das CIGEM hat, die hatten 10 Millionen, die hatten über Jahre hinweg enorme Schwierigkeiten, das auszugeben. Die haben dann mehrere Kampagnen gemacht, jeweils für 10 Organisationen ausgeschrieben, Projekte entweder zur sogenannten Sensibilisierung, das heißt Aufklärung über die Toten im Mittelmeer und in der Sahara, die Schwierigkeiten, die Gefahren des Weges in den Norden. Die Organisationen haben pro Projekt pro Jahr 10.000 Euro bekommen. Das ist in Mali ganz ordentlich Asche für so eine kleine Organisation. Das hat dazu geführt, dass von 5 oder 6 Organisationen, die zu Anfang da waren, es haben sich beim ersten Prozess haben sich noch Organisationen schnell gegründet, damit sie Geld kriegen durften. Dann bei der nächsten Ausschreibung, da ging es um die Unterbringung von abgeschobenen Migranten, gab es dann schon 80 Organisationen, die sich um diese 10 Projektchen beworben haben. Bei der nächsten Ausschreibung waren es dann weit über 100 Organisationen, die sich gründen, um hier Gelder in Empfang zu nehmen, um mehr oder weniger was zu machen dafür. Ich habe einige von diesen Projekten besucht. Was da passiert ist, ist eher weniger. Was mich auch jetzt nicht traurig gestimmt hat, eher bestärkt hat in dem, was Hannes gesagt hat, dass dort gerade in Mali durchaus eine komplexe und sehr widersprüchliche Diskussion über Migration, über europäische Migrationsverhinderung und so weiter stattfindet. Allerdings sind ganz verschiedene Prozesse, sind ganz verschiedene Diskurse. Wir haben noch gar nicht erwähnt diesen ganzen Sicherheitsdiskurs, der natürlich die Länder in Nordafrika, Westafrika auch umtreibt. Die Radikalisierung durch islamistische Wahhabiten oder salafistische Gruppen. Das ist ein Thema, was wichtig ist, wo Leute ambivalent sehen, okay, wir brauchen mehr Kontrolle, wir brauchen, sagen wir mal, auch die Kontrolle an den Grenzen. Wo sie auf der anderen Seite sehen, okay, das soll aber jetzt nicht dazu führen, dass wir nicht mehr in die Nachbarstaaten migrieren können oder auch, wenn wir wollen, unsere Kinder eben auf den Weg nach Europa schicken oder sie gehen lassen. Ne? Das heißt, es gibt zum Beispiel einen Prozess, das ist in Mauretanien auch mit halbscharigem Erfolg durchgeführt worden, eine biometrische Erfassung der Bevölkerung gab es in Mali, finanziert durch ein Konsortium verschiedenster Staaten. Das hat im Westen Malis, bei den Soninke, die traditionell nach Europa migrieren, nach Frankreich migrieren, dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, ne, alte, kranke Frauen lassen sich registrieren, die Jungen, die noch eine Perspektive sich in Europa erwarten, die sind am Tag der Registrierung eben nicht da. Das ist völlig klar gewesen, das war eine völlig klare Sache. Und auch diese Diskussion, die Debatten, die stattfinden, auch diese Musiker, es gibt neben den Musikern, die sich kaufen haben lassen, um gegen die Migration zu singen, gibt es jede Menge Musiker und vor allem junge Rap-Musiker und so weiter, die ganz vehement das Regime kritisieren, die Regierung kritisieren, die Korruption und sich für eine Migration für Bewegungsfreiheit einsetzen, ohne dass sie verschweigen, dass die Situation für viele Migranten in Spanien, in Italien oder Frankreich desolat ist, dass die Situation in einer illegalen Lebenswirklichkeit, dass sie extrem schwierig ist und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe Hip-Hop- und Rap-Songs und so weiter, die genau diese Probleme thematisieren, die sagen, auch als Regierung muss man auch die Migranten, die Leute, die in Frankreich, in Italien illegal auf der Straße stehen, irgendwelchen Schund verkaufen und so weiter, sich am Leben erhalten, gerade mal so, da muss eigentlich eine Regierung was tun. Das ist die Diskussion, ist tatsächlich ist komplex und man sieht
dieses Thema Migration ist eines der zentralen Themen der Gesellschaft, weil jede Familie Leute in der Migration hat. Nicht in Europa unbedingt, sondern in vielen afrikanischen Ländern, in Mali zunehmend, auch in Ostasien, in Hongkong oder in China. Aber auch Lateinamerika wird entdeckt. Wir müssen auch ein bisschen von dieser eurozentrischen Wahrnehmung wegkommen, dass die Leute alle nach uns wollen, also zu uns wollen, nach Europa wollen. Das ist nicht unbedingt der Fall, sondern die Leute wollen. Ich finde den Begriff Aventur mit Abenteuer zu übersetzen, finde ich immer ein bisschen schwierig. Das ist nicht so, nicht notwendig der Abenteurer, sondern das ist klar. Alle sagen, das ist eine gefährliche Reise, sie sind sich dessen bewusst, aber es ist eher so eine Art Unternehmung. Man will quasi als junger Mann sich beweisen, dann mit vor allen Dingen Erfahrung, natürlich auch mit ein bisschen Geld, aber vor allen Dingen mit Erfahrung, mit Welterfahrung zurückkommen. Das beeindruckt nämlich dann die Familie zu Hause, und diese Rückkehrorientierung wird hier auch immer wieder unterschlagen. Die Leute wollen nicht alle nach Europa, wollen dann hier bleiben und wie auch immer unsere Sozialkassen strapazieren, wie man gerne sagt, sondern die wollen in vielen Fällen hier ein bisschen was gewinnen, um wieder zurückzugehen, weil die Anerkennung, auf die sie warten, die sie haben möchten, die wollen sie im eigenen Stadtviertel von den eigenen Leuten in der eigenen Familie haben und nicht von irgendwelchen Leuten hier. Vielen Dank, Stefan. Ich würde gerne ein bisschen auf die Uhr gucken. In circa 5 bis 10 Minuten wollen wir nochmal die Diskussion öffnen und würde vorher gerne bitten, Amadou und Hannes nochmal was zu sagen zur Frage, wie, also aus Amadous Sicht, was brauchen aus seiner Sicht die westafrikanischen Gesellschaften, um genau dem etwas entgegenzusetzen, was wir hier beschrieben haben, was ja nur ein Ausschnitt dessen ist, was passiert. Ich habe von Amadou gehört gestern, Niger hat gesagt, für 800 Millionen machen wir die Grenzen dicht. Das ist ein richtiges Schnäppchen im Vergleich zu Marokko, wo es richtig um politische Kosten geht. Wie kann man die nigrischen Akteure darin unterstützen, dem etwas entgegenzusetzen? Was kann die Rolle der Akteure hier sein, ob das jetzt Nichtregierungsorganisationen sind, politische Stiftungen oder eben auch die Politik? Welchen Beitrag kann die leisten? Und Hannes, wenn du dann nochmal was sagen könntest zur Rolle, die du siehst für Hilfswerke, für Akteure, die mit Partnern im Süden zusammenarbeiten. Wie können wir in Richtung alternativen Perspektiven da auch einen Schritt vorankommen? Merci, Sabine. Bon, hier, j'ai pas dit le Niger, j'ai dit le président du Niger. C'est juste pour être précis. Je vais applaudir de 2 mots pour qu'il soit l'ancien président du Niger, parce que franchement, c'est bon, ça c'est trop politique, je ne rentre pas dans ça. Bon. De quoi avons-nous besoin? Dès 2006, à Rabat, on s'est dit, en tant que société civile, il faut qu'on se mobilise. Du nord et du sud, de l'Europe et de l'Afrique. C'est pourquoi on s'est retrouvés pour organiser un sommet alternatif au sommet officiel du processus de Rabat. C'est là où on a mis en place le manifeste euro-africain. Pourquoi le manifeste euro-africain? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il était important qu'on travaille en synergie, que ce soit nous qui sommes au sud, en Afrique, et vous qui êtes ici au nord, en Europe, pour des questions très simples. C'est en termes de complémentarité et d'échange d'informations, mais également de soutien. Ça a marché à un certain moment. On s'est très bien mobilisé à Rabat pour faire vraiment un contre-sommet avec un appel de Rabat que je vais vous remettre, c'est en français. C'est le premier qu'on a mis pour faire un sitting devant le Parlement allemand et remettre l'appel de Rabat aux parlementaires et aux ministres africains qui étaient là pour négocier avec la délégation de l'Union européenne. Le processus a marché jusqu'à Paris, où on a créé le réseau des ponts Pas-de-Mire, où nous on pensait qu'il faut créer des ponts entre l'Afrique et l'Europe, et non pas des murs entre les deux continents. C'est assez imagé, la mobilisation était là,
ça s'est affaibli à Dakar parce que nous avons été feintés par l'agenda de la rencontre. On avait une première date, on s'est fixé pour la mobilisation. Vous savez, on n'a pas de ressources financières, pas toujours, mais il y a la volonté de militants qui est là. Il fallait se mobiliser, on a eu de petits moyens. Ensuite, la date a été changée. On attendait la confirmation et deux jours, on a eu l'information que tel jour, il y aura la réunion de Dakar. Donc, il y a très peu de personnes qui se sont mobilisées pour Dakar. En Italie, on n'a pas été pour la simple raison qu'on n'avait pas d'organisation de la société civile sur place qu'on connaissait et sur laquelle on pouvait s'appuyer pour faire une manifestation et apporter une réponse alternative à ce qui se dessinait à Rome. Donc, pour le Niger, pour l'Afrique de l'Ouest, c'est d'abord la synergie entre nos organisations, synergie d'action, échange d'informations. C'est important parce qu'il y a des informations auxquelles nous, on ne peut pas avoir sur place, parce que justement, il y a l'absence du contrôle citoyen sur l'action publique chez nous, en Afrique de l'Ouest. Et c'est valable dans tous nos pays, que ce soit le Sénégal, la Mauritanie, il y a des informations auxquelles vous ne pouvez pas accéder. Il faut avoir des partenaires ici, en Europe, pour avoir des informations concernant votre propre pays. Parenthèse, quand nous, on écrit les rapports alternatifs contre les rapports officiels, très souvent, on s'appuie sur des partenaires ici, que ce soit ici, Genève, Paris, parce qu'ils ont accès aux rapports officiels qu'ils nous renvoient et sur la base desquels on écrit les rapports alternatifs. Et ça, c'est important en termes d'échange. En termes de sous, argent, khalis, les mobilisations demandent beaucoup de sous. Et des fois, on n'en a pas. C'est à peine si on survit avec les petites cotisations pour payer les loyers pour nos organisations. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains appels à propositions auxquels on ne répond pas. S'il faut faire la sensibilisation contre la migration, même si c'est des millions, on ne répond pas. On ne demande pas. On préfère rester en dehors de ces appels à propositions parce que ça va à l'encontre de nos principes. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On dit que cet appel, par exemple, récemment, à Nouakchott, il y a eu un appel à proposition de l'Union européenne sur le processus de Rabat. C'est 500 000 euros par lot. Mais mon organisation ne peut pas répondre à un tel appel à proposition parce que c'est le découragement, la dissuasion de la migration. On ne le fait pas. Mais 500 000 euros, c'est beaucoup pour la MDH, si on l'a. C'est beaucoup. Mais par rapport à nos principes, on préfère ne pas avoir cet argent-là et avoir les petites choses que nous avons pour faire nos activités. J'imagine que c'est la même chose pour Alternative Espace Citoyen qui est au Niger, qui a énormément de difficultés avec le régime de Youssouf. D'ailleurs, le secrétaire général de Alternative était emprisonné, Moussa Tiangari, parce qu'on disait que c'est un terroriste. Mais on ne peut pas être terroriste. Parce que tout simplement, il a décrit dans un article de presse les atrocités commises par l'armée du Niger contre les populations civiles qui sont à la frontière entre le Niger et le Nigeria. Bon, on dit que c'est attentatoire à la sécurité de l'État, c'est des informations qu'il ne faut pas divulguer. On est d'accord qu'il faut combattre le terrorisme. Ça, on souffre d'aucun doute, d'aucune contradiction. Mais pour autant, il faut quand même faire la part des choses. Les populations civiles, il faut les mettre en dehors de ce conflit-là. Et il a été emprisonné. Actuellement, il est sous liberté provisoire. Et imaginez cette association. On va interdire certaines activités pour cette association-là. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour influencer de façon positive par rapport au processus? On n'est pas idéaliste, on sait que c'est difficile parce que c'est des États avec des intérêts énormes, avec des moyens énormes. Et nous, en tant que société civile, pauvre, avec nos petits moyens, il faut quand même déconstruire un certain nombre de discours. Je suis d'accord avec vous. Toute l'Afrique ne va pas se déporter pour venir en Europe. C'est une illusion.
mais illusions entretenues par des gros mass-médias qui véhiculent ce type d'informations. Si on ouvre les frontières, toute l'Afrique sera là. Mais on a peur. C'est naturel, les gens ont peur. D'abord, on a peur de l'inconnu de toute façon. Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter en termes de maladies, en termes de ceci, en termes de cela? Ça, c'est les masses médias qui véhiculent ce type d'informations. Mais on n'a jamais vu tout un continent se déporter pour aller vers un autre continent. Les populations d'un continent, ça ne se fera pas. La preuve, les migrations intra-africaines sont beaucoup, mais alors beaucoup plus importantes que les migrations sud-nord. Et c'est normal, c'est naturel. Mais quand il y a des difficultés dans un pays donné, parce que c'est la guerre, c'est pas fondamentalement, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, que ceux qui viennent ici, parce qu'ils cherchent du travail, non. Mais on a connu le Libéria, la Sierra Leone, toute cette bande a connu quand même des guerres civiles. Et ces populations étaient obligées de quitter ce pays-là. Aujourd'hui, la Centrafrique connaît une crise, mais le Congo n'a jamais retrouvé la paix. On a des endroits où il n'y a pas de paix, de toute façon. Et ces populations, elles ont besoin d'une protection internationale. Ce n'est pas fondamentalement parce qu'on est subsaharien qu'on est migrant économique. C'est une fausse impression. Et ce n'est pas parce qu'on est migrant économique qu'on n'a pas droit à rentrer dans un pays qui nous offre des possibilités économiques. Ce qu'on peut faire ensemble, c'est beaucoup en termes de soutien. Nous, on peut de notre côté nous mobiliser. Ça, on le fait d'ailleurs sans le soutien des organisations du Nord. De toute façon, c'est notre mission première contre certaines décisions étatiques qui nous semblent arbitraires. Mais quand il s'agit des processus comme celui de Rabat, s'il y a une réunion ici en Allemagne, mais il est important d'avoir une société civile informée et mobilisée sur laquelle il faut s'appuyer pour faire une action alternative. Cette rencontre s'inscrit dans le même sens qu'échanger, s'informer. Certainement, moi, je vais recevoir beaucoup d'informations d'ici, mais probablement, je vais aussi livrer des informations que le public allemand n'en avait pas sur cette partie du monde. Et ça me semble important de mon point de vue. Merci beaucoup, Amadou. Hannes, qu'est-ce que tu veux ajouter sur les questions à soulever? Ich bin da wesentlich weniger optimistisch als Amadou. Ich wäre schon froh, wenn wir uns eine bestimmte Kritikfähigkeit erhalten, gerade in der augenblicklichen Situation, wo natürlich der gute Flüchtling gegen den schlechten Migranten, sprich Arbeitsmigranten, ausgespielt wird. Ja, das ist, ich halte es für, also es ist unsinnig. Ich gebe Amadou recht, man muss da auch entmythologisieren, was im Grunde genommen Migrationswissenschaftler wie Hein de Haas schon Mitte der 2010er Jahre gemacht haben, indem sie nachgewiesen haben, dass aus Westafrika pro Jahr etwa 150.000 sich auf die Reise machen. Von den 150.000 kommen, wenn es gut geht, 40.000 Europa an. Ende des Mythos. Ja, das sind Zahlen, die sind im Grunde genommen zu vernachlässigen. Aber im Augenblick, wo wir immer noch über Millionen, vor allen Dingen Flüchtlinge sprechen, kann man damit niemanden hinterm Ofen vorlocken, leider. Ja? Ich meine, ich bin zum Glück so alt, dass ich die Vor-Schengen-Zeit erlebt habe, aktiv, indem ich auf meinen Reisen durch die Wüste senegalesische, malische Autostoppeur-Anhalter mitgenommen habe, die jedes Jahr im Sommer nach Frankreich getrennt sind, um dort 2 Monate in der französischen Autoindustrie zu arbeiten und dann wieder nach Hause zu gehen, sich die Taschen zu füllen. Die hatten nie ein anderes Konzept. Das wollten sie jahrelang machen und viele haben das jahrelang gemacht und das war ausreichend. Wenn ich als junger Mann 2 Monate weg bin, dann habe ich eine gute Chance, wenn ich wiederkomme, dass meine Freundin noch da ist. Heutzutage, wo du unter Lebensgefahr durchs Mittelmeer schwimmen musst, über Zäune klettern musst, wenn du einmal in Europa bist, bist du im Gefängnis. Wenn dein Vater stirbt, deine Mutter stirbt, du kannst nicht zur Beerdigung fahren. Und wenn du dann 3 Jahre weg bist, dann ist auch deine Freundin weg. Ja?
Da muss man mal realistisch sein, was dieses Abschottungsregime auch im sozialen Bereich anrichtet. Und deshalb sage ich, ich bin nicht sehr optimistisch, aber wenn wir uns unsere Kritikfähigkeit erhalten, auch hier in Deutschland und Dinge beim Namen nennen und ehrlich miteinander umgehen, dann ist das schon ein Schritt nach vorne. Also wenn jetzt Regierungsmitglieder nach Eritrea reisen, ja, ich meine, was werden sie dort machen? Sie werden dort Geld abladen und im Gegenzug wird die eritreische Regierung die lebenslange Wehrpflicht abschaffen. Darum geht es. Im Augenblick hat jeder junge Eritreer Anspruch auf Asyl, weil natürlich mit Recht gesagt wird, lebenslange Wehrpflicht ist eine Menschenrechtsverletzung. Also fährt man dahin und kauft das Paket ein und sagt, komm, begrenzt das auf 10 Jahre und dann muss ich nicht jedem ein Asyl geben. Ja? Und da sollen wir uns unsere Kritikfähigkeit auch gegenüber unseren Regierenden hier erhalten, die zum Teil natürlich auch aus Naivität handeln. Ich nenne mal ein ganz konkretes Beispiel auch aus meiner humanitären Beschäftigung. In Marokko haben wir festgestellt, dass wir zunehmend mehr Minderjährige, Jungens zum Glück, aber Minderjährige aus Guinea-Conakry haben. Dahinter steckt ein Netzwerk, die versuchen, diese Minderjährigen nach Europa zu bringen, weil man weiß, dass Minderjährige aus Europa nicht abgeschoben werden. Dann sprichst du mit diesen jungen Burschen, die total frustriert sind, weil es nicht vorwärts und nicht rückwärts geht. Und da gibt es natürlich einige, die sagen, ich will heim. Ja? Und da intervenieren wir als Caritas vor Ort und sagen, helfen wir dir dabei. Ja? Sehen, ob du in deine Familie zurückkehrst oder in einen anderen Zusammenhang, muss man sehen. Ja? Aber es gibt natürlich dann auch Strukturen, die durchaus aus einem Gutmenschen-Impetus handeln. Ich benenne das mal, St. Egidio, die sich engagiert haben, 1000 von diesen Minderjährigen noch in diesem Jahr mit einem humanitären Visum nach Europa zu bringen. Was ist die Botschaft? Dass das Netzwerk in Guinea-Conakry sagt, nächstes Jahr schicken wir 40.000 Minderjährige. Ja, man muss da auch mal realistisch sein, was in dem Geschäft passiert. Deshalb sage ich, kritikfähig bleiben, genau hingucken, was da passiert und dann an der richtigen Stelle das richtige Wort sagen. Vielen Dank, Hannes. Ganz wichtiges Stichwort, gute Überleitung zur weiteren Diskussion jetzt mit Ihnen und euch. Kritikfähigkeit, Amadou hat Dekonstruktion von Diskursen genannt. Wir haben vieles jetzt nicht angesprochen, ist uns bewusst. Wir haben nicht über Migration und Entwicklung und die Diskurse über Migrations- und Fluchtursachenbekämpfung und was ist Realität und was ist vorgeschoben gesprochen. Wir haben es nur andeuten können, aber ich denke, es ist so viel Erfahrung und Hintergrund hier im Raum. Ich würde Sie jetzt gerne bitten, wir haben 2 Saalmikrofone, sich zu melden. Wir brauchen die Mikrofone für die Übersetzung. Also warten Sie bitte, bis Sie das Mikrofon in der Hand haben. Sagen Sie vielleicht kurz Ihren Namen und Ihre Organisation und oder den Bezug zum Thema, sodass wir besser in Dialog treten können. Ich habe hier vorne eine Meldung. Wir können gerne sammeln, wenn Sie sich zu Wort melden, sammeln wir vielleicht mal 3 und dann gehen wir weiter in den Dialog. Dankeschön. Mein Name ist Andrea Hitzemann, Caritas International hier im Berliner Büro. Ich habe eine Frage an Amadou. Es gibt ja inzwischen in einigen Ländern zivilgesellschaftliche Bewegungen, also des Citoyens, zum Beispiel im Senegal Yonamar oder in Burkina Faso auch Citoyens, Ballet Citoyens, glaube ich. Also Bewegungen, die sich sehr politisch äußern, die aber gerade auch die Jugend mitnehmen und auch gerade über die Musik viele Follower, viele Anhänger finden. Sehen Sie die Möglichkeit, dass diese Bewegungen auch ein politisches Gegengewicht bilden werden gegen den Druck, den die EU auf die Regierung ausübt, eben genau solche Grenzkontrollen einzuführen? Also welche Rolle könnten diese gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Bewegungen spielen? Und natürlich auch dann die Frage, ist es richtig, sie zu unterstützen oder wie könnte das sein in dem Zusammenhang? Wenn ich noch eine zweite Frage hinterher schieben würde, was mich interessieren würde, ist doch noch mehr die Rolle der African Union zu hören, da in diesem Zusammenhang des Drucks auf afrikanische Regierungen von der EU Grenzen zu schließen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich übergebe direkt an Amadou Mbo.
Merci. Et je suis certain que le ballet citoyen, comme touche pas à ma nationalité chez moi, que ce soit des organisations politiques engagées et engagées du côté politique. Et j'imagine que c'est des organisations à soutenir parce que c'est des organisations qui font un travail de fond, de sensibilisation et d'information des populations qui sont en dehors même des capitales. Au Sénégal, s'il y a une alternance, c'est aussi grâce au mouvement Yanamar qui a joué un rôle extrêmement positif dans le sens d'informer la population pour qu'elle aille s'inscrire et de lui faire comprendre seule sa carte peut changer sa situation. Et ils sont parvenus à ce vote sanction qui a fait quitter Ablaye Wade. Et s'il y a un avortement du coup d'État au Burkina Faso, c'est parce qu'il y a une très forte mobilisation du ballet citoyen. Comme par hasard, j'étais au Burkina, à Ouaga, lors du coup d'État, parce que j'étais coincé là-bas. Et j'ai vu comment ces jeunes, ce mouvement s'est mobilisé pour faire retourner la situation, pour faire barrage, échec au coup d'État qui a menacé un peu la transition au Burkina. On a vu, le mouvement Yanamar a essayé d'aller au Congo avec le mouvement Filibi, voilà, exactement, Filibi, pour faire le même travail au Congo, RDC. Ils ont été arrêtés. Le mouvement Filibi a été... Certains ont été emprisonnés. Notre ami Fadel Barro est revenu au Sénégal. Oui, je pense que c'est des organisations qui font un travail intense. Mais faudrait-il aussi que ces organisations s'orientent un peu vers la société civile, parce qu'elles sont beaucoup plus politiques. Et là, peut-être il y a un travail à faire afin que ces organisations puissent faire un travail vers les décideurs politiques pour qu'ils résistent davantage et qu'ils aient d'autres positions par rapport à l'Union européenne. Quel est le rôle de l'Union africaine? Mais il est négligeable. L'Union africaine, son rôle est négligeable par rapport aux négociations que fait l'Union européenne avec le continent. Pourquoi? Parce que ce soit le processus de Rabat, on a invité les États, plus les institutions de la CEDEAO. C'est comme si la CEDEAO c'était une partie en dehors des États. C'est une division, en fait, qu'on a entretenue et qu'on continue d'entretenir. À chaque fois qu'on invite l'Union africaine, on invite la CEDEAO. La CEMAC, je ne sais pas, mais la CEDEAO est présente. Et on fait deux négociations séparées. On négocie avec l'Union européenne, après on négocie avec la CEDEAO. Mais c'est quoi la CEDEAO en dehors de l'Union européenne? C'est rien. C'est les 15 États qui ont créé une institution qui est appelée CEDEAO. Et ces 15 États sont tous membres de l'Union africaine. Il faut juste négocier avec l'Union africaine, tout juste, ou alors négocier avec les institutions. Et nous, on a toujours critiqué la position amorphe de l'Union africaine par rapport à ce type de négociation. Elle est amorphe. Elle ne fait aucune proposition concrète, aucune résistance par rapport à l'Union européenne. On peut parler d'autres négociations, les APE, par exemple. L'Union africaine est absente. On négocie avec des États de façon segmentée. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique. Mais l'Union africaine, en tant qu'entité politique, elle n'est pas là. Néanmoins, à La Valette, on a quand même senti, sincèrement, une position très forte de l'Union africaine. C'est à saluer. S'ils font de bonnes choses, il faut aussi les reconnaître. Ils ont été extrêmement vigilants pour être très critiques par rapport à ce qui s'est passé à La Valette. Mais on peut me dire, non, ils sont juste contre parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'argent. Parce qu'on propose à la Turquie 3 milliards, à tout le continent africain, 1 milliard et quelques.
que ce soit, même si c'est vrai, l'essentiel, c'est qu'il y a une réaction forte par rapport au centre d'Agadez. Pour nous, c'est quand même un motif de satisfaction. Et on encourage vivement l'Union africaine à aller dans le même sens. Voilà. Ja, vielen Dank, Amadou. Du hast jetzt auch gerade nochmal auf das Moment der Spaltung und des Divide et Impera hingewiesen. Dem könnte man noch hinzufügen, die sogenannten G5, mit denen Frankreich direkt verhandelt in der Verbindung von Sicherheitspolitik und Migrationspolitik. Also das ist auch ein Verfahren, was sich wahrscheinlich in anderen Prozessen ähnlich beobachten lässt. Gibt es weitere Fragen, Kommentare hier vorne? War da hinten auch eine Meldung oder habe ich was falsch wahrgenommen? Mhm. Mein Name ist Stefanie Krohn von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Referentin für internationale Politik. Ich habe zuerst mal vielleicht eine etwas technische Frage, und zwar ging es ja um die Debatte um die sicheren Herkunftsstaaten, also die als solche zu definieren im Maghreb. Aber es gibt ja mit Marokko und Tunesien schon länger auch Mobilitätspartnerschaften, die, ich sag mal, so einen ähnlichen Zweck erfüllen auch teilweise. Was ist denn zu erwarten an einem qualitativen Unterschied, was Menschen aus Nordafrika in Europa betrifft durch diese neue Definition der sicheren Herkunftsstaaten? Und die zweite Frage, die ich habe, ist ebenfalls vielleicht ein bisschen technisch. Und zwar geht es darum, dass im Rahmen der Mobilitätspartnerschaften und auch der neuen Verhandlungen in den verschiedenen Prozessen mit den afrikanischen Staaten sozusagen auch Druck ausgeübt wird. Sie haben das, Herr Stegemann, ja auch angesprochen, die Ausreise zu unterbinden und zu kriminalisieren. Und da wäre meine Frage, über welche Mechanismen soll das laufen? Also kann wirklich Druck ausgeübt werden auf die Staaten, ihre Migrationsgesetze so zu verhindern, dass die Ausreise kriminalisiert werden kann unter bestimmten Bedingungen? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Ja, kann ich. Also zuerst mal die Frage, sicheres Herkunftsland, Maghreb-Staat, Tunesien, Algerien, Marokko. Was für Auswirkungen hat das? Also es gibt natürlich die Mobilitätsabkommen, aber die betreffen natürlich nur tunesische, algerische und marokkanische Staatsbürger und nicht Subsahara, die auf der Durchreise dort sind. Also da haben Leute, bringen da oft was durcheinander. Das heißt, ein Subsahara, der durch Marokko es schafft, nach Spanien zu kommen, den kann ich nicht nach Marokko ausweisen. Und da kann ich mich auch nicht drüber aufregen, wenn der marokkanische Staat sagt, das umfasst unser Abkommen nicht. Ja, also das ist so eine Debatte, die jetzt ja nach der Silvesternacht und so weiter hat das unheimlich ist das hochgekocht. Da soll man halt auch mal hingucken, wie viele Leute sind das, um wen handelt es sich da. Also auf jeden Fall hat das mit dem großen Ganzen relativ wenig zu tun. Zweite Frage. Ach so, wie man sich das vorstellen muss. Ja, es ist halt so, wie Amadou das geschildert hat, also ein senegalesischer handwerklicher Fischer, der handwerkliche Fischereibereich, 12-Meilen-Zone, ist aus verschiedensten Gründen schon seit Jahrzehnten überfischt. Und es gibt eben tatsächlich auch Fischer, die dann über diese 12 Meilen rausgehen, das Geld haben und sich auch technisch anpassen an die Anforderungen jenseits der 12 Meilen. Die werden dann natürlich durch die eigene Küstenwache plus die spanische Küstenwache militärisch daran gehindert, weil man einfach sagt, naja, ihr seid ja vielleicht Migranten. Ja? Wobei es bisher im Senegal nach meinem Kenntnisstand noch keine Musterverfahren gibt. Sie nennen sich ja eigentlich einen Rechtsstaat. Die sagen, hoppla, das geht nicht. Das Recht auf Auswanderung ist ein Menschenrecht. Ja? Und da kannst du noch so viel Geld aus der Europäischen Union bekommen, um das zu negieren. Das ist eine Rechtsverletzung. Und meine Hoffnung ist, dass das auch in Zukunft verstärkt eingeklagt wird. Ja? Man kann Einwanderung regeln, aber nicht Auswanderung. Das ist nun mal ein Menschenrecht. Ja? Und das sind natürlich wir jetzt auch als zivilgesellschaftliche Organisationen schon gefragt, das immer und immer wieder zu sagen. Weil das geht in diesem Prozess so einfach so ein bisschen verloren.
Vielleicht kann ich noch zu den Effekten der sicheren Herkunftsstaaten kurz was sagen. Das zielt meines Erachtens nicht wirklich auf die auf Migrationssteuerung etc. in diesen Staaten, sondern das heißt in erster Linie, dass das Verfahren, was Leute, die Asylantrag stellen, aus diesen Staaten betrifft, dass es stark verkürzt wird, dass da, wenn man sagt, es ist so ein balanciertes Verfahren, dass da quasi die Beweislast ganz massiv in Richtung Flüchtling verschoben wird. Das heißt, da muss nicht jemand nur seine Glaubwürdigkeit irgendwie darlegen, sondern er muss tatsächlich beweisen, handfest beweisen, hier, ich wurde verfolgt und oder mir droht Verfolgung und so weiter. Also wir haben jetzt gerade in diesen sogenannten Balkanzentren Manching, da war ich letzte Woche, da ist keine einzige Entscheidung positiv ergangen. Es gibt da keinen einzigen Flüchtling, dessen Asylantrag positiv ausgegangen wäre, dass er einen Schutzstatus bekommen hat. Und das ist selbst mit dem Balkan tatsächlich so sicher, ist auch der Balkan nicht. Und das ist die erste Konsequenz, denke ich mal. Und dann hat Hannes Stegemeier darauf hingewiesen, das ist quasi sicheres Herkunftsland. Das gilt dann eben nur für die Staatsangehörigen aus Algerien, aus Marokko und nicht für Transitmigranten. Die Situation für Transitmigranten ist de facto so volatil, so schwierig wie bisher, und da wird sich nichts dran ändern. Und das ist natürlich, das Recht auf Ausreise gibt es natürlich, aber gerade in Bezug auf Transitstaaten ist es natürlich eine Thematik, dass zunehmend Migration, sofern sie nur in den Ruch gerät, sie könnte Richtung Europa gehen, immer weiter vorneweg schon als illegale Migration dargestellt wird. Und zwar von allen UN-Organisationen, auch die UN-Menschenrechtskommission, UNHCR, reden von irregulärer, illegaler Migration. In dem Zusammenhang in Westafrika haben das schon Anfang der 2000er Jahre tatsächlich gemacht. Und das ist eine Entwicklung, wo aus einer legalen Migration, einer unkontrollierten Migration, wie sie in Westafrika herrscht, eben zunehmend die Migration unter den quasi unter einen semi-kriminellen oder tatsächlich kriminalisierenden Aspekt gestellt wird und damit eben auch versucht wird, Migration zu verhindern. Das ist, glaube ich, eines der zentralen Dinge, die praktisch wie auch diskursiv eben über diese verschiedenen Rabatt- und sonst wie Prozesse vorangetrieben werden. Das ist Bestimmung der Diskurse, die da stattfindet. Juste une partie de votre question par rapport au partenariat de mobilité et les pressions qui sont exercées par ces États dans le cadre du changement de législation. De toute façon, le partenariat de mobilité concerne le Maghreb, donc les pays qu'Agnès a cités, mais on s'est rendu compte aussi que c'était en leurre. Les populations de ces pays ont toujours des difficultés d'avoir des visas pour rentrer dans l'espace Schengen. En dépit de tout ce qu'on avait vanté par rapport au partenariat de mobilité, bon, nous, on a travaillé dans une campagne interassociative appelée Front Exit. Et on a eu beaucoup de séances en Tunisie et au Maroc. Mais quand on relit ces différents accords de mobilité, bon, c'est rien du tout. Ça ne correspond à rien en réalité. Sauf qu'il y a beaucoup d'argent qui va être donné aux gouvernants qui sont là. Et d'ailleurs, même l'accord qui a été signé avec la Tunisie, vous savez dans quelles conditions l'Italie a signé un accord avec des autorités ici dans un régime non démocratique. Et c'est pratiquement à minuit, à 0 h. Ça, c'est rentré juste dans des petits détails par rapport au changement des législations. Mais au Maroc, on a changé la législation. On a introduit la loi 02-03 qui rendait de plus en plus difficile l'accès à ce territoire-là. En Algérie, l'immigration est un délit. Les harragas sont poursuivis. Les harragas, on appelle harragas les brûleurs des frontières. En arabe, on les appelle les harragas. Mais ils sont poursuivis. Et c'est des Algériens qui essayent de partir en Italie ou en Espagne. Mais s'ils sont arrêtés par les forces de l'ordre algériennes, ils sont poursuivis. Et c'est des citoyens algériens.
En Mauritanie, on a changé la législation. En amenant tout un arsenal sur les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire mauritanien. Au Mali, au Sénégal, on est en train d'adopter une stratégie nationale de migration qui est vraiment pas contrôlée, mais en tout cas, il y a une très forte présence de l'OIM et de l'Union européenne dans l'écriture des drafts, des premiers drafts. Dans tous les pays, on est en train d'avoir des évolutions en termes de changement de législation qui rendent un peu de plus en plus difficile l'immigration. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass es in der Region zwischen Maghreb und Westafrika gibt es ganz eigene Bewegungen, die diese Staaten zunehmend und Gesellschaften zunehmend verändern werden. Wenn ich jetzt Westafrika, das frankophone Westafrika hernehme und vom Senegal über Burkina Faso, Mali, Niger die gleiche Tendenz sehe, dass der moderne Staat zunehmend desavouiert ist und die Leute zunehmend mehr sich bewusst sind, dass da was schiefgelaufen ist, auch im Hinblick auf ihre eigene Identität. Amadou hat gesagt, ich spreche Französisch, weil ich das in der Schule gelernt habe, meine Muttersprache ist Pula. Das hat man in Mali natürlich auch. Jeder Bambara sagt, wo bin ich mit meiner eigenen Sprache? Jeder Sonra sagt, wo bin ich mit meiner eigenen Sprache? Und was in den letzten Jahren zunehmend mehr zugenommen hat, ist, dass der moderne Staat ist desavouiert, der in der französischen Kolonialtradition sich als strikt laizistisch bezeichnet hat. Und das Religiöse nimmt enorm zu. Darüber ist sich ein Königreich Marokko sehr bewusst und sagt, Vorsicht, der wahhabitische Einfluss in dem Raum, der macht mir Angst. Und deshalb finanziert Marokko die Ausbildung von 300 Imamen, die sophistischer Schule sind. Also wir in Europa glauben immer, wir wissen alles und haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und kriegen gar nicht mit, was da unterschwellig bereits auch sicherheitspolitisch läuft. Und wenn wir wenigstens so kritikfähig sind, zu erkennen, dass wenn wir dann die heutzutage schon als korrupte nationale Eliten, Minister und dergleichen, dann auch noch über Bestechungen und dergleichen weiter desavouieren, dann bekommen wir vielleicht ein ganz anderes Ergebnis, als unsere Politiker das wollten. Vielen Dank, Hannes. Wenn es jetzt nicht noch eine ganz dringende, es gibt noch eine ganz dringende Meldung. Wir haben bis 11:45 vorgesehen. Geht es kurz oder? Hier vorne, Sophia. Ah, da hinten gibt es auch noch eine. Okay. Wenn ihr euch versuchen könntet, bitte kurz zu fassen und dann versuchen wir, hier das Panel zu schließen. Francesco, Mari? Zunächst Francesco da hinten und dann brauchen wir ein Mikro hier vorne, Nils. Erst da hinten, ja. Nee, wir brauchen das Mikro für die Übersetzung, tut mir leid. Geht das? Funktioniert? Können wir das Mikro gerade nochmal nach hinten reichen? Dankeschön. Ja, jetzt. Francisco Marie von Boot für die Welt. Das schnell gehen soll, nur ein bisschen Widerspruch zu dem, was gesagt wurde. Senegal würde ich ausnehmen von der Desavouierung des Staates und von der Stärkung religiöser Gruppen. Mit der Abwahl von Wade ist ja genau das Gegenteil entstanden, dass man eben sehr stark sich politisiert hat, auch Jugendliche, und dort wirklich eine auch laizistische Bewegung hat, auch von Jugendlichen. Bei anderen Ländern mag das sein, aber ich wollte was anderes sagen, und zwar zu den Einflüssen, die tatsächlich schon da sind und vollkommen im Widerspruch zur ökonomischen Entwicklung und zu dem ökonomischen Wunsch der EU, was in Westafrika passieren soll. Nämlich diese Migrationspolitik hat auch starke Einflüsse eigentlich auf die Bildung der Wirtschaftsunion Westafrika, die ja durch die Partnerschaftsabkommen ja gewünscht ist, weil nämlich die Westafrikanische Union hat
ja ein Gesetz der Freiheit von der Bewegung von Gütern und Personen. Und durch diese, und jeder darf ja in Westafrika Handel treiben mit seinen Gütern, wo er will, und kommt auch rüber. Es soll ja auch bald den westafrikanischen Pass geben, ähnliche Entwicklung wie in der Europäischen Union. Nur die Migrationsgesetze, die tatsächlich zum Beispiel in Burkina Faso oder im Senegal da sind und von der EU durchgedrückt werden, sollen natürlich trotzdem verhindern, dass diese Menschen illegale Migration betreiben, das heißt nicht ins Nachbarland gehen, wenn sie Fisch verkaufen wollen, das ist erlaubt, sondern wenn der Verdacht besteht, dass sie drüber hinaus wollen, also auf der berühmten Fluchtroute Bamako, Niger, rauf nach Algerien. Und das schafft natürlich bei dieser nicht ganz so guten Regierungsführung unheimlich viele Möglichkeiten, an den eigentlich sonst freien Grenzen Druck auszuüben, bestimmte Motivationsgelder zu verlangen, wenn nur der Verdacht ausgesprochen wird, dass man eigentlich ja nicht ins Nachbarland will, sondern einen ganz weiteren Weg hat. Und das spürt man bei vielen Berufen, wie zum Beispiel Fischerei, die nämlich nicht nur in einem Land bleiben, sondern je nach Saison woanders fischen, auch in der Landwirtschaft, auch die Hirten, also Pastoralisten, die auch von einem Land zum anderen ihre Herden treiben, um dort weiden zu lassen, das schafft tatsächlich wahnsinnig starke ökonomische Nachteile aufgrund dieser Verdachts, Grundverdacht, eigentlich sind sie unterwegs nach Europa, auch wenn es nicht berechtigt wird, und widerspricht wirklich eigentlich dem Wunsch eines viel stärkeren Binnenhandels innerhalb dieser Länder, der auch politisch von der EU ja angeblich gewollt ist. Also dieser Widerspruch Migrations- und Ökonomie- und Wirtschaftspolitik ist eklatant führt zu starken Störungen des schon seit Jahrhunderten bestehenden Binnenhandels innerhalb der Westafrikanischen Union. Ja, vielen Dank, Francisco. Da kann man vielleicht noch ergänzen, politische Integration und der Widerspruch, der durch die Migrationspolitik aufgemacht wird. Wollen wir direkt anschließen? Dankeschön, Franz Schmidjel, Wiener Institut für internationalen Dialog aus Österreich, also ein Land, worauf ich momentan nicht sehr stolz bin, denn wir unterscheiden nicht nur, wie gesagt wurde, zwischen sogenannten guten Flüchtlingen und schlechten Migrantinnen, sondern die ersten 80 pro Tag sind gute Flüchtlinge, der 81. ist schon schlecht. Aber zwei Fragen, eine technische. Wer verhandelt eigentlich mit wem beim sogenannten Rabat-Prozess? Habe ich es richtig verstanden? Es ist ECOWAS und nicht die westafrikanischen Staaten oder nordafrikanischen Staaten. Und auf europäischer Seite ist es Mogherini, ist es Home Affairs, ist es DG Development. Ich halte es deshalb für wichtig, weil die europäische Entwicklungszusammenarbeit muss sich bald fragen, wie viel ihrer Prinzipien schmeiße ich noch über Bord, wenn ich mich unter diese Migrationsabwehr unterordne, also instrumentalisieren lasst. Also ist auch ein Widerspruch für mich, wie wird der diskutiert? Und eine zweite kleine Frage noch, ein Freund von mir aus Dakar hat mir erzählt, Abgeschobene werden, das war eine Einzelbeobachtung, von der Moschee betreut. Jetzt möchte ich keinen politischen Islamdiskurs eröffnen, aber ist das eine Einzelbeobachtung? Oder ist das schon ein Phänomen, dass Gescheiterte, die jetzt nicht die Anerkennung, wo vorher erzählt wurde, finden von Familie, Gesellschaft, von möglicherweise doch politischen Islam betreut werden? Einzelfenomen oder ist das eine, doch eine Tendenz? Amadou, kannst du was sagen zu der Frage, wer verhandelt institutionell im Namen von wem im Rabat-Prozess? Und ich weiß nicht, wer noch was sagen kann zur Betreuung der Abgeschobenen. Ich weiß, dass es differenzierter ist, aber vielleicht kann auch Amadou etwas dazu sagen, weil er da recht nah dran ist in Mauretanien. Aber bitte relativ kurz, wenn es geht. Wir sind schon über der Zeit. D'accord. Par rapport au processus de Rabat, c'est d'abord les États en tant qu'entité africaine qui sont invités par les ministres européens de l'Intérieur à Rabat pour la première fois. Naturellement, il y avait la CEE, la Communauté économique européenne, et la CEDEAO. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, c'est Madame ou Monsieur, je ne sais, Murgerin, l'Italien là, voilà. Elle joue un rôle important pour la communauté, pour l'Union. La CEDEAO, il y a un représentant officiel de la CEDEAO, mais aussi les États pris individuellement sont représentés.
Ça, c'est au niveau des négociations, processus Rabat. Maintenant, qui accompagne les expulsés? Chez nous, en Afrique, les mosquées n'accompagnent pas les expulsés. Au Mali, par exemple, on a même une association amie qui fait en grande partie ce travail-là, c'est l'association malienne des expulsés, qui a une permanence au niveau de l'aéroport de Bamako. En Mauritanie, il n'y a pas une association vraiment dédiée à accompagner les migrants expulsés. C'est vraiment l'État, avec ses démembrements, qui fait ce travail-là. On a très peu d'expulsés de l'Europe, ou pas. On a eu des expulsés de l'Afrique, venant de la Guinée équatoriale, de l'Angola, et un peu quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas expulsés, c'est des Mauritaniens qui sont revenus de la Côte d'Ivoire parce qu'ils fuyaient la guerre. Mais ça, c'est l'État qui les a pris en charge. Il y a vraiment une tendance actuelle dans la sous-région de radicalisation, c'est vrai. Il ne faut pas s'en cacher. Ça a ses raisons. Je ne les légitime pas, je ne suis pas d'accord avec. Mais c'est un fait qu'il faut constater pour le combattre après. Merci beaucoup, Amadou. Stefan, Hannes, möchtet ihr noch was ergänzen? Dann würde ich... Nur ganz kurz, um Missverständnisse zu vermeiden. Also wenn in diesen Gesellschaften der Wunsch nach Respekt für ihre eigene Religiosität in der Staatsführung stärker wird, dann hat das nichts mit Radikalisierung zu tun, ne? Also die Leute dort sagen einfach, wir sind religiös und wir finden uns in unserem eigenen Staatssystem nicht wieder. Dieser strikte Laizismus geht uns zu weit. In Mali kam es fast zum Staatsstreich, als per Copy und Paste der Code de Famille aus Frankreich in Mali eingeführt werden sollte. Und dann sind die Imame auf die Barrikaden gegangen und haben dann den Ministern angedroht, dass sie weder beerdigen noch zu ihren Taufen kommen, wenn sie das Ding nicht sofort einkassieren. Die Leute haben es sofort einkassiert, weil natürlich auch die Minister alles Muslime sind, haben gedacht, daran habe ich nicht gedacht. Das ist pending, das ist ein Prozess. Ja? Aber daraus jetzt aus einer europäischen Sicht jetzt sofort das Schreckensgespenst einer Radikalisierung an die Wand zu malen, würde ich sagen, ist total überzogen. Aber es ist nun mal so, dass es gibt, auch aus finanziellen Gründen gibt es keine staatliche Grundsicherung. Man hat in Mali, Niger, Senegal, man hat kein Hartz IV. Ja? Aber es gibt natürlich die kirchliche Verpflichtung, und das sind alles Länder, die zu 95% eben muslimisch sind, Mildherzigkeit, Mitleid zu zeigen, Solidarität zu zeigen. Und das findet dann tatsächlich so statt. Also ich kenn einen ausgewiesenen Migranten, der in St. Louis gelandet ist und jetzt Französischunterricht in einer Koranschule gibt. Durchaus positiv. Also der Koranlehrer hat gesagt, wenn meine Schüler hier nur den Koran auswendig lernen und nicht das normale staatliche Grundcurriculum mitbekommen, also zum Beispiel kein Französisch, kein Rechnen lernen, was machen die später, ja? Die hängen ja ewig bei mir in der Koranschule rum und ich will, dass die nachher auch eine Berufsausbildung machen können. Und das können, um Zugang zum Beispiel auch zum Sekundarunterricht zu bekommen, muss man halt Französisch können. Und dann finde ich es überhaupt nicht verwerflich, wenn dann ein Ausgewiesener froh ist, dass er einen Job gefunden hat in der Koranschule. Also daraus entsteht noch keine gesellschaftliche Bedrohung. Vielen Dank, Hannes. Amadou Mbo will noch ganz kurz was zum Abschluss sagen, bevor wir schließen. Juste dire un mot. Quand je parle de tendance de radicalisation dans la sous-région ouest-africaine est musulmane, d'accord, pour certains pays, mais de rite malikite. Le wahhabisme est très nouveau chez nous. C'est tout à fait nouveau. Ça arrive avec les pays du Golfe qui ont de gros financements, qui inondent cette partie. Et ça, c'est une tendance qu'il faut observer, parce que c'est dangereux pour cette partie. En tout cas, nous, on ne le connaissait pas. C'est tout à fait nouveau, le wahhabisme, qui sévit actuellement dans la sous-région. Et c'est assez violent. Au Sénégal, vous avez une religion de confrérie
il y a les Tijanes, il y a les Mourides, ça c'est très tolérant. Or, le mouvement wahhabite qui vient des pays Golfe est un mouvement violent. Et nos États sont quand même invités à observer cette tendance-là pour le combattre à la source. Sinon, ce qui est arrivé au Nord Mali risque aussi de se reproduire dans certains de nos pays, c'est tout. Vielen Dank für diese wichtige Präzisierung, Amadou. Ich denke, die Diskussion, die wir jetzt zum Abschluss hatten, die verweist darauf, wie eng verwoben die ganze Debatte um Migration, Flucht und den Umgang damit verwoben ist, auch mit innergesellschaftlichen und regionalen Entwicklungen, mit dem Ansteigen von Fundamentalismen jeglicher Art. Ich werde jetzt nicht versuchen, hier eine Zusammenfassung zu machen. Wir haben ja viele Aspekte des Themas gestreift. Wir werden die Diskussion fortsetzen in den anderen Panels. Ich denke, was deutlich geworden ist, dass wir es hier mit einer sehr konzeptionslosen und kurzfristigen Politik zu tun haben, die auch mit dem Fokus auf das Mediale, auf die mediale Zugänglichkeit und Aufmerksamkeit, der Amadou hat darauf verwiesen, 2004 die Pirogen auf dem Atlantik zwischen Senegal, Mauretanien und den Kanaren, dann später die Kooperation mit Libyen, jetzt mit Niger und Marokko, die fortgesetzte Kooperation. Wir werden heute Nachmittag uns angucken, was im Rahmen des Khartoum-Prozesses möglicherweise mit ähnlichen Rezepten versucht wird. Und meine Hypothese ist, durch Auslagerung und Verdrängung und pure Verwaltung wird man keine Krise lösen. Man verlagert sie und man wird an anderer Stelle wieder gezwungen, Handlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen, die einem selber ad absurdum führt, wenn man nicht an die wirklichen Ursachen geht, über die wir heute Nachmittag sicherlich auch noch sprechen werden.